Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem nächsten One Hades 2. Joscha ist tatsächlich krank, deswegen müsst ihr euch heute nur mit mir begnügen. Und dadurch, dass wir halt echt viel aufnehmen und viel aufgenommen haben und im Early Access ja auch noch nicht alles drin steckt, habe ich mir gedacht, ich spiele einfach jetzt endlich mal privat auch hinterher, denn sonst komme ich einfach nicht voran, auch nicht für mich, weil ich würde das Game ja selber spielen und dachte mir, es wäre vielleicht ganz cool, nach der Pause jetzt euch einfach mal die Oberwelt zu zeigen, für diejenigen, die es nämlich nicht selber spielen, und habe also ein bisschen vorgespielt mit meinem eigenen Account. Was bedeutet, ich zeige es euch, dass ich schon ein bisschen mehr freigeschaltet habe. So sieht mein Board gerade aus. Ich spiele noch mit diesem hier. Und der Mondgöttin, ich habe das freigeschaltet. Ich liebe diese Fähigkeit. Ich würde gerne die als nächstes freischalten. Hab auch schon den Apfel. Aber noch nicht genug Asche, wie ihr gerade seht. Das können wir nicht aktivieren, weil da oben haben wir zu viel in der Reihe. Ja, ich wollte sagen, so weit sind wir. Wir können jetzt mal. Ich könnte euch die neue Waffe zeigen, die ihr noch nicht kennt. Das macht schon ja Sinn. Okay, Achtung. Die kann so Schädel feuern. Drei Stück. Und dann, wie ihr seht, kann ich noch mal feuern. Ich muss die einsammeln. Die Spezialität ist so ein Charge. Zack. Der geht auch kurz, wenn man möchte. Dann haben wir den Bandkreis, wie immer. Wir haben den nochmal aufgeladen, auch wie immer. Und wir können das auch aufladen. Und dann seht ihr, wir haben so einen Kreis, den wir hinsetzen können. Und dann werfen wir einen in unser Schädel und der explodiert. Sehr gewöhnungsbedürftige Waffe. Aber, also ich meine, warum nicht? Dann bei den Schmuckteilen, seht ihr, ist schon ein bisschen voller bei mir. Was nehmen wir denn mit? Ich skill gerade das Hüterding. Was haben wir denn hier? Ich gucke mal ganz kurz. Das ist Kronos. Okay. Ach ja, Hüter. Eine Gabe der Hera finde ich auch sehr sexy, muss ich sagen. Wisst ihr was? Wir nehmen eine Gabe der Hera, glaube ich, mit. Obwohl das eigentlich auch nicht dumm ist am Anfang. Na, wir lassen es mal so, wie es ist. Was will ich mitnehmen? Den Spaten, das Seelending. Jetzt haben wir gerade die Angel dabei. Ich nehme mal das zum Abbauen mit. So. Jetzt haben wir alles nachgeguckt. Genau, und jetzt können wir nach oben. Und ich kann euch ein bisschen die Oberwelt zeigen. Yes. Wir akzeptieren mal. I don't know that you've got what it takes to thwart the Titan, but what choice do we have at this point? I'm willing to give you the benefit of the doubt. Na, Hera habt ihr noch nicht getroffen in unserem bisherigen Let's Play, aber das ist Hera. Ich mag ihre Fähigkeiten. Meine Angriffe bewirken Bindung. Ja, das finde ich gut. Bindung macht betroffener Gegner allein 30% des Schadens, der anderen betroffenen Gegner zugefügt wird. Mal sehen, wie cool das mit der Waffe ist. Ich bin gespannt. Oh. Zack. Ah ja, wir können die schön erstmal abfeuern. Und dann müssen wir sie halt natürlich wieder einsammeln. Es gibt eine Fähigkeit, wo diese hier, wenn sie liegen bleiben, die ganze Zeit Schaden machen. Die hätte ich auf jeden Fall sehr gerne. Lass doch mal sehen, wie weit wir kommen. Ja. Hehehe. Hier erstmal wieder einsammeln. Dann könnte ich euch ja noch die andere Fähigkeit mal zeigen. Zack. Oh. Das war natürlich dumm. Das war meine eigene Schuld. Zack, 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 zack. Dann müssen wir das hier zerstören. So. Machen wir erstmal die platt. Oh, dann das Haus platt.
Okay, hier haben wir. Yes, ist es Some Bronze? bones. Ja. Hier haben wir noch bisschen Gold. Möchten wir ihr was schenken? Nein, wir schenken hier gerade gar kein was. Little star, you grow in strength and knowledge rapidly. How proud your headmistress must be that you are able to surpass her finally. Yet we know the burden that you bear. Behold my light. Okay, ich bin großer Fan tatsächlich mittlerweile von dem untersten Schattenseite. Dein Mondzauber verwandelt dich in einem undurchdringlichen Albtraum. Ich werde es euch zeigen. Together we shine. Zack. Dann macht unser Y das und unser normaler Angriff schießt solche. Und wir sind in der Zeit, das finde ich halt besonders geil, unverwundbar. Und das macht tatsächlich ziemlich viel Spaß. Best have a look around. Jetzt sind wir in der Totenstadt. Ich habe das schon freigeschaltet. Jetzt können wir uns einen Überblick verschaffen und mal überlegen. Also, ich möchte mehr Fähigkeiten von Hera. Ich hätte gerne das Doppelherz. Und dann haben wir Poseidon und Aphrodite. Spannende Kombis hier. Okay. Ich würde sagen, wir gehen als erstes hier hin. Ja. Können wir. Yes. Dass man die mal einsammeln muss. Ich komm halt nicht von alleine so easy hinterher, ne? So. Wenn wir die rauslassen, dann schießen die auf Gegner ein paar Geister. Ich habe die Waffe erst einmal gespielt, also falls ihr euch fragt, für mich ist die auch noch total neu. Weil ich will ja immer noch was mit euch zusammen erleben. Was ist denn da episch? Erfahrungsfälle. Wenn deine Magiezone geht, reservierst du Magie und stellst alle bis zum Limit wieder her. Ja, I mean, wie oft passiert es, aber wir nehmen das mal. Gucken, was wir später noch für. Ah, Fähigkeiten bekommen. Was man hier mal nachgucken muss. Ist mir gerade eingefallen, wir gucken mal kurz. Nee. Es gibt hier manchmal solche goldenen Durchgänger und dann findet man tatsächlich noch versteckte Sachen. Okay, wie wär's denn mit. Und auf die Vögel schießen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. So. Wir haben das Ding nicht mal richtig kaputt gemacht. Genau, was wir herausgefunden haben, ist, dass Kronos wahrscheinlich die drei Schicksalsgöttinnen entführt hat. Vermuten wir jetzt zumindest mal, denn keiner weiß, wo die drei Schwestern von Lord Morris hin sind. Deine Spezialitätendesign wogen hinter deinem Ziel aus, die Gegner zurückstößt. Da bin ich ja auch großer Fan von. Das nehmen wir doch gleich mal. So, haben wir hier noch einen versteckten Durchgang? Nee, aber noch so ein Geist. Ach so, und wir haben noch gar nicht über meinen Begleiter gesprochen. Ich habe einen tierischen Begleiter, nämlich unseren dicken Frosch Phrynos. Phrynos hüpft umher und fängt Fernkampfgeschosse ab, die dich getroffen haben. Maximal des Bonus Lebenskraft 10 Punkte dank ihm und Sammelhilfe für Tafel des Friedens. Und zwar diese Wächter, wenn wir die jetzt. Sorry. Ich wusste nicht, dass wir. Das müssen wir natürlich zerstören, deswegen kamen wir hier noch nicht ran. Jetzt müssen wir dieses Minispiel nicht machen, sondern unser süßer Frosch. Klack! Tut es einfach vor uns. Now what? Leben vielleicht?
Wir haben noch vier Barrieren, die wir zerstören müssen. Das zerstört diese Dinger hier in der Mitte. Wie kann er es nur wagen, ey? Okay, erstmal die Dinger einsammeln. So, und jetzt hier hin am besten. Vielleicht mal zweimal. Ah, wir haben unseren. Jetzt kann ich euch zeigen, das Gemetzel. Hält halt nur kurz, ist aber ziemlich effektiv, wie ich finde. We got them, Homer. Jo, lass uns buddeln. Hier haben wir alles zerstört. Gibt es hier noch eine Tür? Nein, 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 nein. Dann würde ich auf Leben. War ich hier? Nee, eins höher. Mehr maximales Leben ist immer gut. Ah, fuck. Das war dumm. Ich hätte gerne auf jeden Fall Hephaistos. Dann können wir hier nämlich unsere Angriffe noch ein bisschen verbessern. Dass die explodieren, da wo sie liegen bleiben, sozusagen. Das finde ich ziemlich geil. Ah, da ist noch einer. So. Kommt mal näher. Näher, näher, näher. Oh! Und zack. No. Ich bin stehen geblieben. Ich bin doof. Dumm. Passiert. Nobody is perfect. Wir können uns ja schon ein bisschen noch heilen. Bevor wir hier fertig sind. Vitality. Ja, ich weiß, ihr seid daran gewöhnt wahrscheinlich, dass ein bisschen mehr gequatscht wird, aber Joscha ist nicht hier. Und ich muss mich... Hier ist so eine Tür. Ich meinte, man muss sich doch auch ein bisschen konzentrieren, auch wenn man ich ist. So. Ach, schon geil. Jetzt kriegen wir, glaube ich, ein so ein Ding. Ja, okay, wir wollen nach hier. Während ein Monster aktiv ist, fügt dein Bandkreis Schaden zu. Was gibt's hier? Weil Ausweichchance erhöht. 10% Schaden gegen Hüter. Mondzauber eine Sekunde lang aktiv. Fügst du mehr Schaden zu? Ich würde sagen, wir nehmen das. Dann nehmen wir nochmal Schaden und das. Illumination. Das ist im Mondlicht. Ist hier noch irgendwo eine Tür? No. Hier hinten irgendwas noch? Nö. So geil, wie wir diesen Schädel durch die Gegend tragen. So, jetzt könnten wir uns mal überlegen. Wir haben noch zwei. Vielleicht nehmen wir mal... Nee, tschüss. Aphrodite. Aphrodite, sorry. Ja, wir haben Herakles hier kennengelernt. Der war am Anfang kein großer Fan von uns und dann haben wir angefangen, ihm ein paar Geschenke zu machen. Und
nochmal. So, und einmal. Ich mag diesen aufgeladenen Angriff sehr gerne. Und jetzt seht ihr hier nochmal, sind wir quasi unverwundbar. Ich würde ihm Tatsache gern was schenken. Great son of Zeus, I offer you this gift of nectar, that it may quench your thirst as you labor for the gods. They must be grateful for your might. Saves me having to find another bottle for when next I have to prove my fealty. Here, something for your trouble. No trouble at all, thank you. Nice. So, was will er noch von uns? You made it out before. Cyclops must have caught your scent, though. He's strong, that one. That's a ringing endorsement. Though you must be stronger. Spoiler! Ever considered putting him to the test? Could save me a lot of trouble. He's not my type. Besides, he's a spawn of the gods, just like you and me. Wouldn't be proper if we were all fighting all the time now, would it? My work is finished here. Dann lass uns doch mal die nächste Göttin begrüßen. The glimmer of a golden apple on you, love. I knew you had good taste. Their uses are more plentiful than you can imagine. Brew the most delicious nectar, distract beautiful rivals, initiate great wars, you name it. Okay, bei 80% fügen wir mehr Schaden zu. Alle Belohnungen bei hier werden vergrößert. Dein Sport erzeugt Start und Endpunkt eine Explosion der Schwäche verursacht. Das ist doch nett. Wow. Sieht ganz geil aus, der Effekt. Hm. The air feels different now. Und dann gehen wir doch nochmal. Oder machen wir einen kleinen Kampf. Ich probiere mal hier. No mercy for servants of the Titan. Wie machen wir ihm denn mit dieser Waffe eigentlich viel Schaden? Ja. So. Ja, das ging einigermaßen, ne? Vielleicht können wir ihn. Verlangsamen ein paar Mal. Ja. Und. Ich wollte eigentlich das Ding kaputt machen. Und dann machen wir das. Yes, geil. Schieß. Ja, jetzt haben wir ihn gleich. Und zack. Ah, was? Er hat es abgeblockt. Okay, das ging doch. Frag mich, ob die Belohnung eigentlich besser ist, wenn wir hier... Naja, Gezeitenzuckel. Dein Bankrass explodiert sofort, fügt Gegnern Schaden zu und schießt sie zurück. Alle Ressourcen und Goldkronen sind mehr wert. Deine Angriff und Spezialitäten sind zu Beginn jeder Begegnung besser. Ach, fuck. Ich mag... Oh, ich mag eigentlich den Gezeitenzirkel, aber nicht unbedingt in Bosskämpfen. Aber das macht eigentlich keinen Sinn. Oh. Das ist halt so ein bisschen... Ah, hallo? Gehst du bitte kaputt? Danke. Ist hier noch irgendwas? Nein. Ich fühle den Bild noch nicht ganz, muss ich gestehen. Jetzt können wir uns hier heilen. Jetzt kann ich euch noch was zeigen. Die anderen Eingänge sind jetzt quasi weg.
Das heißt, wir müssen uns ein bisschen aussuchen, was wir machen. Ein bisschen wie in dem Levelgebiet, bevor man zu Hades kommt, bei Hades 1. Okay. Wir kaufen natürlich brav ein. Appreciates that the smooth sailing he's experienced in his mercantile routes is no coincidence at all. Okay, deine Angriffe und Spezialitäten sind zu Beginn der Begegnung stärker. Wenn du Belohnung einforst, erscheint potenziell eine Kopie mit Ausnahme von. Das sind alles keine Kampfgaben. Komm, mehr Mana. Damit ist unsere Fähigkeit natürlich geschwächt, wenn wir halt genug Mana ausgeben, aber können wir auch unser Ult mehr einsetzen. I wanted to say thanks. Gave me a real zinger there last time, you know that? Ja, weiß ich. And you're grateful that I vanquished you earlier. You seem more the sort to hold a grudge. I am. It's just I hadn't had a good night's sleep and I don't know how long. After you knocked me out cold. Und jetzt habe ich. This one's for you. Okay. Das ist der einzige Nachteil hier. Er bleibt so gut wie nie stehen. Die darf er nicht fressen, weil wenn er die frisst, dann heilt er sich. Geht weg. Oh. Da bin ich einmal reingekommen. Okay. Ja, okay. Ja, komm, viel Damage. Oh, fuck. Das war dumm von mir. Ich bin aus Versehen zweimal rein und rausgedischt. Okay, die sind schon mal weg. Jetzt können wir diese Viecher bekämpfen. Schafe wegschießen. Oh oh. Ich muss sagen, mit dem Bild ist das ziemlich schwer. Okay. Nein! Nein, er hat sich geheult. Sorry, dass ich. Vielleicht nicht. Und hier durch. Okay, das ging. Klatsch. Und, ah, weg hier. Ja. Yeah.
Okay, jetzt gibt's hier wieder irgendeinen. Weg, 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 weg. Oh! Shit. Weg. Nein! Oh, ich hab's nicht gesehen. Ich bin so dumm. Oh, das hat richtig viel Damage gemacht. Sehr gut, wir müssen die hier erstmal ein bisschen kaputt hauen und schnell aus dem Ding raus. Sehr gut. Oh. Okay, hier wieder weg. Okay. Es ist leer, 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 leer. Letzte Mal war es so einfach mit diesen, wenn die Schädel da, wo sie liegen, beim auch noch Damage machen. Oh! Schnell weg hier. Oh! Und? Yes. Puh, es war jetzt vielleicht nicht mein bester Kampf, aber es ging auch mit dieser Waffe. Es ging auch. Jetzt haben wir noch so einen Schieb. Ah, wir haben hier noch Moos, glaube ich, war's. Boah, jetzt schläft er. Jetzt können wir ins nächste Gebietchen. Da sind seine ganzen Schafe. Dann gucken wir mal, was wir nehmen. Oh, wir haben ja auch ein neues. Das machte was? Du fügst 30 Bonusschadens, du verlierst aber nach jeder Begegnung 5% deines Bonusschadens. Okay. Ich glaube, jetzt wäre zum Beispiel heilen wäre ganz nett. Eine normale Gabe auf episch. Nein, ich glaube, wir nehmen mal heilen. Gut. Was gibt's hier noch zu sagen? Livestock residing with the ravenous cyclops seem to be unaware of the conditions under which they graze about and wander. Not exactly lost, at least not yet. The one they have to guide them is asleep. Ah, na, 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 na. Okay. Ups, hängen geblieben. Too far to swim, but all those ships out there are swift. Na, das sind alles. Es kommen wohl immer neue, wenn welche untergehen. Das ist ein unendlicher Kreislauf. Dann finden wir hier unseren Nico. Die habe ich noch nicht gezähmt, aber scheinbar kann man Tiere ja zähmen. Und hier, ich würde sagen, bevor wir jetzt weitergehen, machen wir hier. Diese Folge beenden wir hier. Dann spiele ich noch eine Folge. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wenn ich instant sterbe, schneide ich die einfach zusammen. Aber ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es ist für euch okay, dass wir so einen kleinen Sprung machen. Aber das ist sonst ein unendliches Let's Play. Theoretisch gibt es ja hier kein richtiges Ende. Und wir sind auch noch im Early Access. Das heißt, ihr werdet eh in Zukunft noch super viel Content sehen. Genau, aber ich zeige euch auf jeden Fall noch, wie es hier weitergeht. Seid gespannt. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.